Hallihallo, mein Name ist Sonja Watt und ich möchte dir von meiner Geschichte erzählen, um dir eventuell auch ein bisschen Mut zu machen, deinen Weg zu gehen, auf dein Herz zu hören und deiner inneren Stimme zu folgen. Denn die hat mich Gott sei Dank nie verlassen, egal was alle um mich herum gesagt haben. Schon als Kind bin ich aufgewachsen als kleiner Alien. Habe alles irgendwie anders gemacht als die anderen, war lieber draußen in der Natur, als in Discos rumzufliegen. Die Themen, die die anderen hatten, haben mich überhaupt gar nicht interessiert. Ich habe lieber philosophiert und mir Gedanken gemacht, wo komme ich her und wer bin ich überhaupt? Wie sind die Pyramiden entstanden und warum ist die Welt so spannend? Das waren meine Themen, die mich ja begeistert haben als Jugendliche. Ich habe eine ganz normale Schullaufbahn durchlaufen, das heißt, ich war in einer Realschule und habe dort auch einen Abschluss gemacht, einen recht guten Abschluss. Ich war bekannt als ja, stille, leise, nette Zuhörerin und ja, man hat nicht viel von mir gesehen oder gehört. Weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ich hatte damals den Wunsch, entweder mit Tieren, mit Menschen oder Sprachen auch zu arbeiten. Das, ja, und wir waren damals bei einem Berufsinformationszentrum und da kam dabei raus, dass ich Bundesgrenzschutzpolizei sein sollte als Hundeführer in der Hundeführerstaffel. Und ja, irgendwie konnte ich mir das aber auch nicht ganz vorstellen, weil wegziehen wollte ich in dem Moment auch noch nicht. Und ja, als nächstes kamen dann Tiere, dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einem Tierarzt und habe dann festgestellt, nee, also Ratten kastrieren und Kühe befruchten war irgendwie auch nicht so meins. Dann habe ich in einem Sekretariat als Fremdsprachensekretärin praktisch ein Praktikum gemacht und habe dann gedacht, naja, das ist ganz nett. Dann kannst du wenigstens mit Sprachen arbeiten. Obwohl ich eigentlich nicht im Büro sitzen wollte, saß ich dann irgendwann im Büro. Ich habe die Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin gemacht, 2 Jahre lang, und bin dann arbeiten gegangen als Sekretärin. Habe Englisch mit Englisch zu tun gehabt, selten Französisch, und hatte eine total nette Kollegin und habe dann auch festgestellt, dass es für mich hauptsächlich wichtig war, dass die Menschen in meinem Umfeld stimmen und es dann wirklich fast egal ist, was man tut. Aber für mich fing Lernen eigentlich immer an, wenn die Schule aus war. Das heißt, dann habe ich die Sachen gelernt, die mir Spaß gemacht haben. Ich habe unglaublich viel über Pferde gelernt, über Hunde gelernt, über Katzen gelernt, allerlei Tiere im Garten, die Wildnis, die Natur, habe Wildniskurse besucht. Und ja, mein Herz ging förmlich auf, wenn ich mit Tieren arbeiten konnte. Das habe ich auch lange gemacht, privat, nebenbei. Habe dann auch die Hundetrainerausbildung gemacht, habe dann auch als Hundetrainer gearbeitet, 6 Jahre lang. Und wie gesagt, war als Sekretärin tätig, fast 10 Jahre lang. Habe dann Kinder bekommen. Und war dann zu Hause mit meinem Mann, den ich dann geheiratet habe auch, also mit dem ich dann verheiratet war schon, bin ich viel durch die Welt gezogen. Wir sind alle paar Jahre umgezogen, waren auch in Amerika einige Jahre und ja, waren viel auf Reisen auch. Und solange die Kinder klein waren, war das auch gut und das war auch sehr schön. Ich habe nebenbei meine Sachen weiter aufgebaut, ich habe ganz viel online gemacht, ich habe mit die ersten Online-Kurse hier in Deutschland, glaube ich, auch gegeben. Habe dann aber auch Camps gemacht, Familiencamps, Gemeinschaftscamps, die auch heute noch laufen. Habe Seminare gegeben, ja, all diese ganzen Sachen, alles, was mich interessiert hat, habe ich nebenbei gemacht, habe ich studiert, habe ich mich reingesetzt und das gelernt und ja, habe dann das Wissen weitergegeben, wonach sich mein Herz gesehnt hat. Und das ist etwas, was ich dir auch mitgeben möchte. Etwas, was dich, dass du etwas tust, was dich lebendig macht oder lebendig sein lässt, wo du morgens aufstehst und du weißt, was du möchtest, wo du fröhlich das machst, was du möchtest. Das heißt nicht immer, dass es immer lustig ist.
Das heißt auch nicht immer, dass es immer leicht ist. Aber es darf leicht sein. Und das darfst du dir auch genehmigen und zulassen. Es darf Spaß machen, es darf gut sein. Denn diese Welt ist voller Möglichkeiten. Und wir sind nur ein Teil davon. Und wir sind eine Schöpferenergie. Das heißt, wir haben die Fähigkeiten, unser Umfeld, unsere Realität zu erschaffen. Und dabei möchte ich dir gerne helfen. Es wird in Zukunft hier auf diesem Kanal auch noch mehrere Informationen dazu geben, wie du zu dir kommst, wie du deinen Weg findest. Vielleicht auch abseits von normalen Ausbildungswegen, die oft nur dazu dienen, dass du ein Arbeiter für jemanden bist, sondern dass du wirklich auch deinem eigenen Weg folgen kannst. Denn auch das ist heutzutage möglich. Wir haben so viele Möglichkeiten wirklich. Und das ist so wertvoll. Und gerade jetzt in dieser Zeit, die jetzt gerade ist und viele sich nochmal neu umorientieren müssen, auf einmal aus dem Boden ganz viele neue Sachen sprießen, die gar nicht aufgeführt werden in den normalen Berufsinformationszentren. Ganz viele Sachen, die einfach da sind und die Menschen, die sie gegangen sind, diese Wege, die sie begehen jeden Tag, die zeigen uns den Weg. Von daher habe ich ganz viele Menschen interviewt, um dir Mut zu machen, deinem Herzen zu folgen, deinen Fähigkeiten zu vertrauen, denn du bringst alles mit, was du brauchst auf diese Welt. Du musst nichts neu erfinden, du hast es alles in dir und es geht eigentlich nur darum, dieses Wissen, diese Fähigkeiten in dir zu aktivieren, dich zu entfalten, wie das so oft heißt. Die Wörter überhaupt tragen mehr Wahrheit in sich, als du glaubst. Aber das ist auch ein nächster Schritt. Und auf diese Reise werden wir über die nächsten Wochen gehen. Mit den Menschen, die ich interviewt habe, wirst du viele Wege sehen. Viele Wege werden sich zeigen für dich. Und wir werden Aufgaben machen. Wir werden Themen anschauen, damit du zu dir kommst. Denn das ist mein Wunsch. Eine Geschichte möchte ich dir dazu noch erzählen, die mich damals wirklich nicht mehr losgelassen hat seitdem und weshalb ich heute auch hier stehe. Denn als ich mit meiner Klasse fertig war und wir unsere Abschiedsfeier gemacht haben, am Tag darauf hat sich einer unserer Klassenkameraden umgebracht. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich das einfach nicht möchte. Ich möchte einen Beitrag hiermit leisten, dass du nie aufgibst, dass du den Mut nie verlierst, dass du dich nicht abbringen lässt von all dem, was um dich herum passiert, sei es in deiner Familie, sei es in der Schule, sei es, dass du gemobbt wurdest oder was auch immer. Die Menschen können manchmal wirklich fies sein und gemein sein und doch suchen sie alle nach Liebe, Verständnis und angenommen werden. Lass uns da hinschauen und wenn du irgendwelche Probleme hast, melde dich. Es gibt Ansprechpersonen, es gibt Menschen, die dir helfen können. Und vor allem, gib nicht auf, höre immer auf dein Herz. So, und jetzt lass uns gemeinsam auf die Reise gehen, denn das ist das, wonach mein Herz ruft. Den Menschen weiterzuhelfen, sie ganzheitlich zu unterstützen, dass sie zu sich kommen, dass sie sich stärken, dass sie wieder Mensch sind. Und nicht irgendeine Maschine und nicht irgendeine Marionette von irgendeinem anderen, sondern dass sie ganz ihr eigenes Potenzial auspacken und auf die Straße bringen. Denn nur so können wir uns gegenseitig stützen, stärken und als starke Gemeinschaft auch vorwärts gehen. Nur so können wir uns für unsere eigenen Rechte einsetzen und nur so ist dieser, sehe ich noch Hoffnung für diesen Planeten, dass wir wieder ein Paradies erschaffen. Denn wenn du in deiner Kraft bist, wenn du deine Fähigkeiten lebst, die du mit hierher bringst, dann kann es eigentlich nur gut werden. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Gerne kannst du kommentieren, kannst mir dalassen, was es mit dir tut, kannst mir auch Wünsche dalassen, was du gerne sehen möchtest, wo du hängst, was du für Probleme hast und wir gehen gerne in Zukunft darauf ein, bei einem der nächsten Videos. Aber nun lass dich erstmal inspirieren von all denen, die ich interviewt habe, die diesen Weg auch gegangen sind, die damit glücklich sind, genauso wie ich, die sich auf das Leben als Schule einlassen, denn das ist es. Das ganze Leben ist die Schule und die ganzen Situationen, die in deinem Leben entstehen, dienen dazu, dass du wächst, dass du größer und stärker wirst, dass du dein Licht größer strahlen lässt, dass du gestärkt herausgehst. Nimmst du diese Herausforderungen an oder ignorierst du sie?
Bestehst du den Test des Lebens oder schmeißt du es? Und ich kann dir nur sagen, lass dich drauf ein. Öffne dich für die Wege, die dir auch das Leben zuspielt. Denn ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt an dem Punkt stehe, wo ich stehe. Nie im Leben hätte ich das gedacht. Doch das Leben zeigt dir den Weg. Und zusammen mit deiner inneren Stimme, deinem eigenen Wegweiser, spürst du deinen Weg. Und du kannst dich drauf einlassen auf das Leben und du kannst ihm vertrauen. Und das ist so, so wertvoll. Es macht dich lebendig. Es gibt dir Energie, anstatt sie dir zu nehmen. Es lässt dich strahlen. Und genau das ist es, was ich möchte für dich. Dass du strahlst wie ein Stern, denn wir brauchen dich. Wir brauchen jeden Einzelnen, der zwar wieder in seine Kraft kommt, in ihre Kraft kommt. Und dass wir gemeinsam vorwärts gehen können. Also, lass dich inspirieren. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und bis bald. So long.